Okay. Den einen haben wir besiegt, das war in Ordnung. Jetzt die zwei, die muss ich auseinanderziehen, weil zusammen kann ich sie nicht besiegen. Ja. Den einen um die Ecke locken, aber dann sind mir die Hexen im Weg. Aber um ihn rumlaufen kann ich auch nicht richtig. Kommen die? Ja. Okay. Nur einer? Na, von mir aus. Dann kriegt er halt alle ab. Auch recht, würde ich sagen. Oh mein Gott. Ist halt so gemein, wenn ich abwehren muss, dann habe ich halt keine Möglichkeit mehr anzugreifen. Also manchmal hasse ich es ja ein bisschen, dieses Ausdauerprinzip. Auch wenn es natürlich sehr realisch, möchte man das jetzt real nennen? Also es gibt zumindest Sinn natürlich, aber gerade in solchen Momenten ist es halt auch schon ein bisschen blöd, wenn man dann nicht angreifen kann. Aber naja. Ich komme ja schon irgendwie klar. Bräuchte eigentlich so viel mehr Ausdauer, beziehungsweise wäre so viel mehr Ausdauer halt so gut. Man könnte ewig abwehren und dann immer noch angreifen und sowas. Das hätte schon was, aber dafür auf die Leben verzichten, das kann man halt auch nicht machen. Und man bekommt verdammt wenig Ausdauer, das ist das Problem. Ja, Mist. Ja, wehr halt ab. Oh Mann, jetzt schubst er mich wahrscheinlich gleich runter. Oder sie. Super, jetzt muss ich ein Tränkchen trinken sofort. Nee, reicht nicht. Oh, ich hasse es. Ich hasse den Weg da nach unten. Ich glaube, ich probiere jetzt wirklich mal darunter zu springen. Wenn ich schon die Hexen nicht töte, dann kann ich eigentlich auch darunter springen, weil dann bringt es nichts, über den Absatz noch runter zu gehen. Dann opfere ich halt zwei Tränke, aber die brauche ich auf jeden Fall auch bei den Hexen. Ja, und da muss ich gucken, wie ich den einen Runendämon ein bisschen rausziehe, ohne dass mich die Hexen dann die ganze Zeit angreifen können. Hm. Aber egal, was ich mache, die beiden müssen draufgehen. So, jetzt kriegen die geteilten Schaden. Hm. Oh ja, spring halt über die ganze... Hm. Ach Mensch, die Viecher gehen einem halt wirklich auf die Nerven. Das ist furchtbar. Das Ganze bloß von so ein paar lausige Seelen, das ist halt auch das. Meine Seelen da unten sind jetzt auch futsch. Das heißt, ich versuche jetzt einmal runterzuspringen. Mit den Viechern. Ja, komm, wieso nicht mit den Viechern? Ich habe gerade wirklich keinen Bock mehr auf die Viecher. Von dem her, das ist gemein. Egal, es hat auch so gereicht. So, und runter mit dir. Überlebe ich's? Tatsache, sogar recht gut eigentlich. Jetzt kommen die mir halt hinterher. Oder? Ja. Und verlieren halt keine Leben, das ist halt das Gemeine. Ah, doch, tun sie, okay. Wenigstens. Der andere noch? Aber das geht dann wirklich, also... hallo? Seele aufheben? Danke. Wir müssen erst um den Pfeiler wickeln. Schwachsinn. Okay, die Schlangen sehen mich jetzt wahrscheinlich. Jo. Das heißt, da ganz hinten könnte ich kämpfen. Oder hier hinten halt. Weil da dürfte er mich eigentlich auch nicht sehen. Glaube ich, darf dann halt nur nicht rausrennen. So, er springt jetzt wahrscheinlich gleich. Nee, tut er nicht. Okay. Ich wäre an seiner Stelle jetzt gesprungen. Aber naja, das kann ja jeder machen, wie er will. So, sehr schön. Ich mache schon wieder weniger Schaden. Es ist so furchtbar. Ich hasse das Schwert manchmal. Ah, der leckt mich doch. Du elendes Mistvieh, ganz ehrlich. So, hau zu. Danke. Du solltest eigentlich auch gut Schaden bekommen haben durch den Sprung. Ja. Yeah. Okay. Da er keinen Bock hat, hierher zu kommen, greift er natürlich mit dem Fernkampf an. Ist... Jetzt ist er gesprungen. Okay. Ich sollte den Gegnern vielleicht keine Tipps mehr geben. Merke ich mir. Mhm. So, ja, dreh dich falsch rum. Wow.
Der Sprung war ja schon fast gemein. Und das Rollen war unnötig. 28 Schaden, wieso denn das jetzt wieder? Kannst du mal aufhören, mich hier die ganze Zeit zu beengen? Danke. So, jetzt drauf hier so ein bisschen. Das Wegspringen bringt dir gerade eben eigentlich auch überhaupt nichts. Oh Gott, nein, nicht das. Okay. Das Schöne, ich kann mich hier immer so ein bisschen retten hinter der Ecke. Sollte es wirklich mal richtig brenzlig werden. Aber mein Problem ist halt gerade wirklich, dass ich wieder weniger Schaden mit dem Vieh mache. Nein, ich habe den Zweihandmodus. Ja, das war klar. Das hätte ich gut abwehren können, aber da bin ich aus Versehen auf den Zweihandmodus gekommen und dann ist halt aus. Oh, es ist auch so ein Schwachsinn. Ja, es ist kein Schwachsinn, aber die Taste ist ein bisschen blöd, weil wenn man dann halt die ganze... Egal. Ist halt blöd, dass ich die ganze Zeit rennen muss da unten. Ist schon ein bisschen unfair halt auch, weil dadurch verliere ich so viel Ausdauer. Bin trotzdem nicht schnell. Also, mit dem Rennen bin ich dann so schnell, wie wenn ich... Ja, wenn ich halt normal laufe. Und wenn ich normal rumlaufe, dann habe ich halt die ganze Zeit volle Ausdauer. Und naja. Es funktioniert auch so irgendwie. Wir haben ihm gerade gut Schaden gemacht, würde ich sagen. So, die brauchen jetzt zwar ja ein bisschen, aber kommen ja trotzdem irgendwann. So, der jetzt nämlich. Okay, der ist Geschichte. Ausdauer kurz regenerieren. Na, ja, das ist jetzt blöd. Das ist sehr blöd. Jetzt geht's. Ja, danke schön. Okay. Jetzt überrascht er mich auch nicht mehr von hinten. Das heißt, ich kann mich jetzt voll und ganz auf den Runendämon konzentrieren. Hätte ich es gleich gewusst, dass es so einfach geht, da runter zu gehen. Also nachdem der eine Dämon tot ist. Dankeschön. Okay, meine Seelen sind da wahrscheinlich irgendwo. Ja, das war klar. Na komm. Ah, ich wusste jetzt nicht ganz, wie es halt nichts gebracht hat. Ich verstehe nicht, warum er den ersten Schlag da nicht abgewehrt hat, aber ich hätte rollen sollen. Ich will aber wissen, was da hinten ist. Da hinten ist nochmal ein Runendämon und dann? Ja, ich hoffe, da ist überhaupt irgendwas. Weil die Viecher geben jetzt auch bloß 2000 Seelen. Das ist jetzt nicht so viel. Dafür muss ich 4 Schlangen töten und das geht definitiv leichter. Von dem her sind es ja an sich bloß Wächter. Ach komm, lasst mich doch durch. Danke. Ich könnte sie eigentlich in die Falle locken und dann hier runterrennen. Dann... ja, weiß nicht. Dann wäre zumindest das Dings weg. Dann hätten sie zumindest noch mal ein bisschen mehr Schaden. Okay, der eine fällt da runter. Den kann ich jetzt so umhauen. Der andere kommt von da, okay. Ah, Mist, 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 Mist. Egal. Hat gut gereicht, jetzt muss ich bloß noch schnell an den Magiern vorbei. Komm, 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 renn schneller durch den Matsch. Ja, das war super. Okay, wenigstens liegen meine Seelen jetzt mal hier, das ist ja auch ganz angenehm. Okay, ein Fernkampfangriff, okay, von mir aus. Bringt dir jetzt nicht ganz so viel. Wie er wirklich von mir gelernt hat, das ist interessant. Naja. Wie gesagt, ich sollte den Gegnern wirklich keine Tipps mehr geben, weil sie hören drauf. Oh, das ist gemein gewesen. Sehr gemein. Du glaubst doch jetzt nicht wirklich, dass ich so blöd bin und dir da nach hinten folg. Nee, aber es ist trotzdem nicht ganz so fair, was du da machst. Hey, aber Runendämonen sind nicht für ihre Fairness bekannt, würde ich sagen. Ja, aber ich bin für meine niedrigen Leben bekannt. Oh, jetzt kommt der Schwung. Ja. Ja. Und der Abschlussstecher noch, okay. Nein. Ja, der Schwanz noch, okay. Oh, ja, komm. Das war jetzt ja wirklich unnötig. Das war ganz schön. Hat gut Schaden gemacht. Oh. Ich habe halt abgewehrt, aber man kann das, glaube ich, gar nicht abwehren. Oh, der Runendämon geht mir so auf die Nerven gerade.
und ich verbrauche schon wieder so viel. Ja, super. Eine halbe Stunde für die Ruhen der Mond gerade bloß. Das ist halt das an dem Spiel. Man kann sich so lange dran ranfressen an irgendwas. Und das ist halt, ja, das ist halt blöd von Let's Play, wenn man das... Wenn es dann gut durchläuft für letztes Mal, dann okay, von mir aus. Kann man auch zweimal an der Stelle sterben, aber... Ich will jetzt halt eigentlich wirklich wissen, was da hinten ist und... Ja, das... Ja, kann ich halt bloß rausfinden, wenn ich die beiden Runendämonen töte. Wenn es da unten so ein blödes Kampffeld ist, dann dauert es halt ein bisschen länger. Wenigstens habe ich jetzt rausgefunden, wie ich hier besser runterkomme. Naja, davor hochzuspringen hilft, glaube ich, nicht viel, aber... Arg viel Schmeierschaden macht es trotzdem nicht. So, wann kommen die beiden? Einer kam schon mal. Ja, da. Dass die irgendwie auch immer anders fliegen, finde ich auch interessant. So, sehr schön. Und der andere, der braucht ja immer ein bisschen, kommt aber auch irgendwann. Kommt auch irgendwann mal? Nee? Toll, dann überrascht mich wieder von hinten, das ist ja auch super. Okay, das war wenigstens angenehm, dass ich da nicht so getroffen wurde. Und dann probieren wir dich halt nochmal. Vielleicht jetzt nur einmal. Also jetzt noch einmal, aber... Ja, ich weiß nicht. Das ist halt... Wie gesagt, das ist halt das ganze Kampffeld ist so blöd. Ich kann nicht wirklich um ihn rumlaufen, weil ich nicht rennen kann. Ich kann mich nur bewegen, indem ich Ausdauer riskiere. Hm. Super! Du kommst genau rechtzeitig. Jetzt bin ich tot. Oh, komm da raus. Was ist das jetzt für ein Typ? Hm. Oh Mann. Ja, ich würde es ja jetzt noch probieren, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock. Ich denke mir dann halt auch bloß so, es wird nicht spannender und ja. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar Mal gegen den Runendämon verlieren. Oder würde. Weil es einfach ein blödes Kampffeld ist. Von dem her. Schaue ich mal, vielleicht komme ich irgendwie wieder gut hin. Ich meine, es ist ja jetzt kein so arg schwerer Weg dahin. Also, auch von oben. Ich denke einfach mal, dass es nach oben geht. Und auch von oben ist es ja kein langer Weg nach unten. Ja, kannst du nicht mal, danke. Und von dem her gehen wir hier jetzt endlich wieder weiter. So, dich lassen wir jetzt auch mal hier ein bisschen links liegen. Sehr schön, der wurde getroffen. Und jetzt sind wir auch schon wieder hier und gleich schon wieder eigentlich im richtigen Schloss erst. Oder in der richtigen Festung. Weil der Scherz irgendwie bloß so ein bisschen Kerkeranlage, würde ich sagen. Die richtige Festung beginnt, ja, ab hier vielleicht oder so. So, hier sollten jetzt eigentlich keine Steine mehr kommen. Der Typ ist nicht mehr da, okay. Der hat es also auch begriffen. Keine Steine mehr, mal sehen, wo er dann jetzt steht, sitzt oder irgendwas. Aha, jetzt wurde es wieder aber um. Irgendwas stellt das Ding immer um. So, oh nein, nicht, ein Schritt, okay, okay, das ist sehr gut. Oh ja, komm. Ich hasse die Schlangenviecher, sie können so schnell angreifen. Dankeschön, großer Schaden. Sehr nett. Okay, die Steine sind jetzt wieder umgelenkt. Das ist doof. Weil jetzt kann ich ja... Ja. Jetzt kann ich da wieder nicht hoch. Wer stellt denn die Steine um? Und dann muss man das vielleicht einmal machen. Um dann... Das war hier, hinter der Fake-Kiste. Gut, dass die weg ist. Ich will eigentlich nicht wissen, wo es da hingeht. Da drunter. Deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Daraus. So. Da drüben haben wir die Tür geöffnet. Ich will aber trotzdem hier entlang gehen.
Einfach bloß um die Richtung dann darüber zu Ende. Habe ich mich gerade erschreckt. Wo geht's lang da so? Hebel drücken. Nein, falsche Richtung eigentlich, aber das geht glaube ich bloß so. Egal. Du musst jetzt halt nochmal. Und dann nochmal. Dann geht's da nach unten. Tötet das Schlangenvieh. Und wir können dann jederzeit zu dem Typen, den wir befreien sollen. Okay, wo ging es denn jetzt aber richtig weiter? Ich glaube, das war hier. Wie nett, dass mich die Falle getroffen hat. Ich denke aber, das war wirklich hier. Ja, sieht so aus. Ja. Auch wenn mir das immer noch nicht gefällt. Oh Gott. Okay, da kommen jetzt zwei Schlangentypen oder nur einer? Der ja auf jeden Fall mal. Ich hoffe jetzt nur, es kommt keine von hinten. Das ist doof. Ja. Nein, ich brauche Ausdauer. Lass mich doch mal da durch, Mensch. Es ist so doof. Jetzt habe ich wieder Ausdauer. Danke. Jetzt muss ich halt ein bisschen durchhauen. Oh Gott. Oh nein, da war ich das letzte Mal drin. Das war aber verdammt knapp. Okay, ich habe immer noch Angst vor diesen Statuen. Daran wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern in dem Let's Play. Wo geht's hier jetzt lang? Zum Schlangentyp. Wie hätte ich auch mit was anderem rechnen können? Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass das ganze Schloss voll mit Schlangen ist. Okay, großer Schaden. Oh nein, keine Magierin. Oh ja, komm, ja, ganz klar. Ja, mit vier Dolchen kann man halt auch, oder vier Säbeln, kann man auch gut Schaden machen, oder nur drei. Oh. Hätte sich auch ein bisschen früher zeigen können, ganz ehrlich. Jetzt werden wahrscheinlich die Steine wieder verstellt, dass ich da den Weg... Oh, Mann. Es ist schon ein verdammt langer Weg, muss man sagen. Okay, die Steine kommen da hinten aber jetzt raus. Das ist ja schon mal in Ordnung. Die Frage ist bloß, wie lange bleibt so? Die zwei Runendämonen, was könnten die bewachen? Habe ich schon irgendwas gesehen? Eigentlich nicht. Das heißt ja vielleicht gar nichts. Ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass zwei Runendämonen überhaupt nichts bewachen sollten, aber... Vorerst werden wir es nicht herausfinden. Sondern bloß hoffen, dass die ganzen Viecher hier nicht durchkommen. Hier dann vor allem nicht mehr, würde ich sagen. Kann ich mir zumindest schwer vorstellen. So, und nochmal drauf. Ja, ganz klar. Ja, was erlebt denn die noch? Jetzt nicht mehr. Das, der ganze Ort hier ist... Okay, gut. Der Typ war auch erledigt. Hat mir schöne 1000 Seelen gebracht. Der ist wirklich weg. Das finde ich sehr interessant. Aber wie gesagt, wo ist er jetzt? Na, kommst du ran? Ja. Ich sagte, komm ran. Ah, du wieder, okay. Wer war... Ja, das war der wieder. Natürlich. Wäre jetzt auch anders sein können. Okay, jetzt komm. Bist du hinter mir? Ja, gut. Bist du tot, bitte? Danke. Sehr schön. Okay, die Felsen rollen jetzt wieder hier entlang. Gut. Das heißt, den Weg nach oben kann ich mir wirklich abschminken. Das geht nicht, weil irgendjemand immer wieder den Dings umstellt, den Hebel. Oder irgendwas. Aber es kann mir jetzt auch so ein bisschen egal sein, weil der Weg ist auch relativ schnell. Und es bleibt ja so lange, also ich hoffe, es bleibt dann jedes Mal, wenn ich sterbe, wieder auf dem Dings. Auf meiner Einstellung. Da geht's noch weiter nach oben. Warte mal. Was gibt's denn da oben dann noch? Ach, Stacheln! Aha! Ich habe doch gesagt, dass ich das erste Mal die Plattform betreten habe. Dass ich hier irgendwie Angst habe vor den Stacheln. Jetzt gibt es alles so ein bisschen Sinn.
Und wo ging das? Wo führt denn das raus? Wow, zu dir, okay. Gut, das auch mal zu wissen. Die wird jetzt wahrscheinlich vom Stein überrollt. Okay, sehe ich hier irgendwo, wo es hingehen könnte? Das kommt mir nämlich eigentlich gar nicht bekannt vor, das hier. Ich gehe einfach mal raus. Ich war das letzte Mal hier nicht draußen. Das ist aber tatsächlich der Weg. Oh Mann. Ja, ist er. Toll. Gut, dann führen die beiden Wege hier raus. Das musste jetzt auch mal überprüft werden. Und wieso komme ich da eigentlich? Ach, weil es da dann schon reingeht, ne? Ja, Tatsache. Okay. Gut. Dann ist er jetzt nicht so schlimm, würde ich sagen. Weil die ganzen Gegner jetzt schon tot sind. Die zumindest. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Das habe ich schon im Ansatz gesehen, dass es nichts wird. Falle. Schadet auch nie, die auszulösen. So, da ist das Ding wieder, das Loch wieder.